Ja, ich grüße euch. Übrigens nicht wundern, dass im Hintergrund das da gerade ist. Ich wollte es nur so schnell wie möglich aufnehmen. Zum Thema linke Reihenstrecke. Wenn nichts schief läuft, ich warte noch auf was, deswegen. Also ich krieg jetzt die 10 nicht gerade. Ich muss dafür genauso wie alle anderen auch zahlen. Deswegen, ich muss da was abwarten noch. Ich will nichts vorher versprechen, aber ich kann dann das. Auf jeden Fall dann mal so dann Gameplay aufnehmen. Vielleicht finde ich auch wieder Spaß an den TSW. Zumindest ich bin zwar der, ich mag auch Altbauloks, ich mag aber auch Neufahrzeuge. Ja. Es ist die Zukunft halt nun mal. Man muss sich immer trennen. Ich wohne im Bundesland, da fahren die noch tatsächlich als Sonderzugfahrten, eigentlich als Sonderzüge sogar. Aber ist momentan nicht so viel los. Aber NRW hat die Verträge und wir haben die letzten N-Wagen letztendlich offiziell sogar noch im Planverkehr. Die Firma nennt sich nämlich TRI. Train Rental, irgendwas, ich glaube International oder sowas, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und ja, die viele Leute kennen RB48 Ersatzzug, der von Köln nach Wuppertal meistens fährt, bis er von Bonn nach Wuppertal und zurück halt. Und diese blau-weißen Wagen, das sind mal die Wagen von TRI. Deswegen. Und ja, wir werden auch diesen Ersatzzug wahrscheinlich auch weiter behalten, weil ich glaube, der Vertrag läuft auch irgendwann bald aus mit National Express auf RB48. So dass dann neue Fahrzeuge bestellt werden müssen. Und ich hoffe, dass auch dann die Teil 2 mal verschwinden, weil die verursachen einfach ein bisschen Probleme manchmal. Die haben gute Beschleunigung und Bremsen. Sind auch bequemer als die DB-Sitze im RE9. Im Rhein-Sieg-Express Aachen-Köln, Aachen-Siegen, beziehungsweise. Und jeder, der in diesen schon diesen Zug saß, hat auch gedacht: Nee, ich war im RE13 von Magdeburg nach Leipzig und das waren komfortable Sitze und das waren DB Regio Teil 2, also deswegen ja, wer es mit diesen ganzen Sachen nichts anfangen kann, gibt einfach in der Google-Suche ein Teil 2 oder BR, also B und R 442, dann seht ihr das, was ich meine, also das Fahrzeug so. Es gibt noch Unterschiede, das ist aber egal. Wenn ihr letztendlich das Fahrzeug, ja, so könnt ihr auch in Zukunft immer rausfinden, wie dieses und dieses Fahrzeug heißt. Weil da muss ich nicht immer sagen, ja, das und das Fahrzeug meine ich. Ne? Das ist ja auch blöd. Deswegen, der eine oder andere kennt das so von sich, irgendwie, bei fast jedem Bundesland fährt das Fahrzeug, außer ein paar andere. So, was wegmachen hier, so. Easy an die Sheet, ja. Ja, auf jeden Fall wäre es auf jeden Fall erstmal und dann würde ich sagen, werden wir uns wahrscheinlich bald wiedersehen und bis dann.